Liebe Landsleute, heute wende ich mich direkt an Sie, meine lieben Landsleute, und zwar wegen der ungeheuerlichen Propaganda kürzlich im ZDF. Natürlich meine ich nicht die Talkshows und Heute-Nachrichten im ZDF. Ich meine die Sendung Die Anstalt, wo verantwortungslose pro-russische Unterwanderer sich am 11. März unter dem Deckmantel der Satire besten Sendeplatz im ZDF erschlichen haben. Eine derart platte Propaganda habe ich bis dahin noch nie erlebt und ich war seit den dunklen Jahren der Diktatur in Blauhemd und rotem Halstuch ja doch einiges an Propaganda gewohnt. Sicher, Satire muss sein, als lustiges Druckausgleichsventil, so nennen wir Physiker sowas, nur eben für eine freie Marktwirtschaft. Viele Satiriker und Comedians wurden ja dabei geradezu Pioniere unserer marktförmig-demokratischen Meinungsbildung. Ich denke da an Mario Barth, der für die Mediamärkte warb und gleichzeitig für die Finanzmärkte und deren basale Losung Geiz ist geil. Ich denke da auch an Matthias Richling, der Europafeinde wie Oskar Lafontaine, wahlweise als kleinen Hitler, oder Honecker durch den köstlich humorigen Kakao zog. Oder an Markus Lanz und Dieter Nuhr, wenn die beiden Schelme den Poststalinismus einer Sarah Wagenknecht aufs Korn nehmen. Da müssen wir Politiker schon etwas aushalten lernen. Dann sage ich immer mit meinem Lieblingssatiriker Heinz Schenk, Witzigkeit kennt keine Grenzen. Witzigkeit kennt kein Pardon. Aber was am 11. März im ZDF lief, das war nun überhaupt nicht mehr witzig. Was sich da die Herren Max Uthoff, Klaus von Wagner, Jochen Busse, Christoph Sieber, Timo Wopp in die Anstalt erlaubt haben, das schlug dann doch dem Fass die Krone ins Gesicht. Schlimm genug, wenn ein früherer Bundeskanzler Schröder nicht einmal auf das Drängen seiner engsten Wegbegleiter Gabriel und Steinmeier seine Macho-Freundschaft mit Putin auf den Prüfstand stellt. Schlimm auch, wenn ein Helmut Kohl mir öffentlich meint, Ratschläge erteilen zu müssen mit den Russen, doch bitteschön sensibler umzugehen. Aber dass dann noch ein früherer Kabinettskollege von mir, der Ex-Sozialminister Dr. Norbert Blüm, sich auch für die russische Propagandashow Die Anstalt im ZDF einspannen ließ. Nein, meine lieben Landsleute, das geht nun wirklich zu weit. Denn das meiste von dem, was jetzt von einer neuen faschistischen Gefahr in der Ukraine schwadroniert wird, ist doch nichts weiter als russische Propaganda. Sicher ist es nicht schön, dass die jüdische Gemeinde in diesem Jahr den Holocaust-Gedenktag in Kiew nach Drohungen antisemitischer Rabauken absagen musste. Aber glauben Sie mir, die Bundesregierung ist da hinter den Kulissen aktiv, auf das im nächsten Jahr wieder des Holocausts auch in der Ukraine gedacht werden darf. Wir brauchen da gar keinen Blitz-K.O. mit Klitschko und Co. Gerade mit den Faschisten in der neuen Regierung des ukrainischen Frühlings muss doch geredet werden. Nicht laut und aufgeregt, sondern ruhig und besonnen. Und zeigt sich nicht jetzt auch, dass die Bundesregierung klug beraten war, den Sirenenklängen des Bundesrats nicht zu folgen und die NPD eben nicht zu verbieten? Mit der NPD und damit natürlich auch mit unseren eigenen V-Leuten haben wir heute eine zugelassene Partei mit den besten Gesprächsfäden in die Swoboda-Partei, die immerhin im ukrainischen Frühling 4 Minister, zahlreiche Provinzgouverneure und sogar den Generalstaatsanwalt stellt. Und sofort, als jetzt bekannt wurde, was der Vorsitzende der Swoboda-Partei, Oleg Tjaknibok, gesagt hatte, hat die Bundesregierung alle diplomatischen Hebel in Bewegung gesetzt. Das auf Wikipedia nachlesbare Zitat dieses Parteiführers, dessen Stellvertreter Oleksandr Such heute der stellvertretende Ministerpräsident der Ukraine ist, lautet: Schnappt euch die Gewehre, bekämpft die Russensäue, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten. Diese Auflistung hat mich ehrlich gesagt etwas geärgert. Darum flog Vizekanzler Sigmar Gabriel sofort auf den Maidan und begann harte und zähe Verhandlungen mit der Swoboda-Partei. Drohte gar damit, die 11 Milliarden EU-Hilfsgelder zurückzuhalten. Und sehen Sie, liebe Landsleute, es gelang Vizekanzler Gabriel, dass der Oleg
Chano Wuk bereit ist, darüber nachzudenken, zunächst die Deutschen aus dieser Liste zu streichen. Verhandeln, das ist eben immer besser als schießen, und das sagen wir auch den Scharfschützen, obwohl wir noch nicht gesichert wissen, wer die eigentlich bezahlt hat. Die Russenpropaganda behauptete stets, es sei den Deutschen damals wie heute nur ums russische Erdgas gegangen oder um die Kohle und den Stahl in der Ukraine. Aber uns ging es um Menschenrechte. Sicher, hinter uns liegt ein Epochenbruch. Meine Vorkanzler hatten noch mit Grenzen und Grenzverschiebungen zu tun. Heute aber sind alle Grenzen offen. Nur der blutige Diktator im Kreml sieht das nicht. Wenn nun aber deutsche Menschen in der Ukraine Schürfrechte erwerben, ja, dann wird aus einem Menschenrecht eben auch ein Schürfrecht. Und natürlich haben dafür bewährte marktdemokratische Institutionen wie CIA und Konrad-Adenauer-Stiftung in die Maidan-Bewegung ein paar Milliarden investiert. Herr Putin könnte sein Geld auch besser anlegen als in der Schwarzmeerflotte auf der Krim und endlich damit beginnen, Schwerter zu Pflugscharen zu machen, wie das stets friedliche Revolutionen gefordert haben, auf dem Berliner Alexanderplatz, in Venezuela oder in Libyen. Heute stehen wir alle zusammen, wenn es heißt, die russische Propagandamaschine zurückzudrängen. Und wenn da Wladimir Putin meint, uns diktieren zu dürfen, einem Landesverräter wie Edward Snowden eine bewachte Hotelsuite mit schusssicheren Fensterscheiben auf unsere Kosten, liebe Landsleute, herrichten zu müssen, dann frage ich Sie, haben dafür Leistungsträger wie Uli Hoeneß, Franz Beckenbauer, Josef Ackermann, Michael Schumacher so hart gearbeitet, dass wir für einen Läuselummel wie Snowden das Steuergeld zum Hotelfenster hinauswerfen? Also, liebe Landsleute, wenden Sie sich an das ZDF. Drangsalieren Sie den Intendanten Bellut, besonders die ZDF-Kontrollräte. Diese als Satire getarnte Propagandashow russischer Großmachtinteressen muss weg vom Bildschirm, muss aus den Annalen des ZDF, aus ihrer Mediathek restlos getilgt werden. Machen Sie den Mainzer Lerchenberg vor dem ZDF-Hochhaus zum Maidan. Zeigen Sie den prorussischen Kräften im Fernsehen, wo die Grenze ist. Und auch besonders den Linken in unserem Land rufe ich zu, mit Rosa Luxemburg und Radio Luxemburg. Die Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Also, wenn ihr Freiheit wollt, dann denkt endlich anders.